dann auch so sehr versuchen. Okay, hat funktioniert. Hey, scheint ja doch noch ein Deck zu sein, das ganz gut funktioniert, die sich durch die Meta nicht verschlechtert hat. Gerade der Baby Dragon ist stärker geworden. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Ich teste gerade eine Menge alte Decks aus, deswegen ist mein Trophäenstand absolut im Keller. Nee, Rekord 4600, aktuell 4000, ist auch kackegal. Ich probiere alte Decks durch, was sich alles so verändert hat, ob es vielleicht irgendwie was Interessantes gibt, weil in letzter Zeit finde ich einfach kein Deck, was mir Spaß macht. Es dreht sich alles irgendwie im Kreis, es ist immer dasselbe. Egal ob Royal Giant oder Giant, Elite Barbaren, irgendwie ist es alles die gleiche Getöse. Dieses Golem Blitz Deck hatte ich von einer Zeit lang, ist noch nicht mal so lange her. Probieren wir mal aus, ob das was bringt. Ich will einfach mal ein paar Runden aufnehmen. Mal gucken, ob wir Spaß haben. Snowdreaming von CRFT. Nee, TF, nicht FT. Okay, hab schon ganz vergessen, wie man mit diesem Deck spielt. Aber eigentlich war es damals stark. Sollte eigentlich immer noch stark sein, denke ich mal. Fun Fact ist halt in der doppelten Elixierphase. Und wir fangen. Was? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Eine. Okay, ein Ofen so weit vorne. Okay, 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 okay. Und er ist jetzt auch ein Golem aus. Okay, auch okay. ich verstehe das Ding da gerade nicht. Okay, ich brauche die Elite-Barbies. Und die Skelette sind jetzt in Reichweite, um das Ding kaputt zu machen. Sehr schön. Sehr schön. Und die drei Boogies. Und. Okay. Ah, Sepp, come on. Sepp. Sepp. Okay, bringt nichts. Sepp, die sterben. Und, okay. Bisher. Ich konnte Damage machen. Ich konnte Damage machen. Der Golem ist immer noch dran. Ist immer noch beschäftigt. Sein Ofen ist halt super geil platziert. Das ist der geilste Ofen, den ich seit langem gesehen habe. Ohne Scheiß. Ich glaube, der Eisgolem ist falsch, ne? Ich glaube, der Eisgolem war gar nicht im ursprünglichen Deck drin. Ich glaube, ich entsinne mich gerade nicht, dass ich jemals mit dem Eisgolem irgendwelche Pushes gestartet habe. Egal. Wir versuchen es einfach mal. Okay, was versuchen wir eigentlich? Und der Ofen kommt. Zack. Skelettarmee kommt. Wir pumpen noch etwas. Wir warten, bis sie kommt. So, jetzt aber. Und da ist er. Zack. Alright, alright. Sieht doch ganz dufter aus, ne? Wir versuchen den Blitz gerade. Der Golem wird überleben, auf jeden Fall. Die drei Muskis. Ja, drei Muskis, die Boogies, die drei Boogies, die zwei Boogies sind das eigentlich, ne? Nicht nur einer. Zack. Die Boogies machen den Damage, nicht der Golem. Die Boogies machen die Musik, nicht nur den Damage. Wo ist ein Golem? Ich weiß, dass er kommt. Ich weiß, dass er bald kommt, vor allen Dingen jetzt kommt. Da ist er. Okay, wir lenken ihn auf diese Seite. Und das sollte reichen. Nices Ding, nices Ding. Babydrache, kommt nicht in Turmreichweite. Oh, sehr schön, sehr schön. Das freut mich. So, Elite-Barbaren sollten den da bearbeiten. Er verwendet nochmal 8 gegen... Und jetzt, wenn der jetzt der Golem kommen würde, ist er. Da ist er. Okay, okay, okay. Skelettarmee kommt in 3, 2, 1. Wir setzen Baby-Dragon aus, halten den Sepp bereit. Für ein bisschen Spaß und Seide und so. Was auch immer Spaß und Seide heißen soll. Wir halten endlich mal den Blitz bereit, damit das hier kaputt geht alles. So, geht doch. Hey, Golem Blitzdeck funktioniert immer noch halbwegs. Der Turm ist down. Der Baby Dragon kam jetzt sehr selten zum Action, aber es hat funktioniert, sagen wir mal so. Die Elite Barbaren waren auch damals nicht drin. Das ist eigentlich eine Variation von dem Ganzen, aber egal. Bring einfach den Sesam-Match rein von Uni. Was? Unilerasi. Unilerasi. Okay, wie Hunger. Whatever. Was machst du? Start mit dem Hog Rider, dann könnte ich hier den Grabstein platzieren. Kein Hog Rider? Nein. Nix. Gar nichts. Okay. Dann fange ich an. Hole ich mir den Bonus-Elixier. Und er startet mit dem da. Wir setzen den Eisgolem weiter vorne aus. Wir rotieren erstmal so ein bisschen die Karten durch. Gucken, was er hat. Kennenlernphase. Ist wie beim Daten. Wir daten erstmal Unulirasi. Wir gucken nach, was er hat. Welche Karten er hat. Ob der ein cooler Kerl ist. Und wenn ja, dann stecken wir unseren Finger sonst wo rein. Versteht ihr schon. Ich glaube, ihr seid alle genug. Oder wenn nicht, dann fragt mal Mama und Papa wegen Blumen und Bienen und so, ne? So, zack. Und, okay, dann den auch noch. Ich glaube, das reicht. Der wird Plops machen und der Turm macht den Rest.
Der wird Plops machen. Der macht der Rest. Kein Damage. Flawless bisher. Ich glaube aber, ich habe ziemlich viel Elixier ausgegeben, oder? Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wie gesagt, Karten rotieren. Ich weiß jetzt, dass er einen Mini-Packer hat. Und einen Giant. Wenn ich jetzt halbwegs Elixiervorteil herausspielen konnte, müsste ich jetzt den Golem als erster setzen können. Ja. Okay. Funktioniert auch schon mal. Und er setzt die Bombe, die im... Wenn er das jetzt verteidigt kriegt, wie die ihm wahnsinnig viel Vorteil mal geben wird. Die wird ihm wahnsinnig viel Vorteil geben. Aber ich habe den Blitz gegen Hexe und Mini-Packer. Ich hoffe, der setzt die in einem schönen, kompakten Radius aus. So, dass ich alles schön kaputt machen kann. Ich mag schöne Sachen kaputt zu machen. Besonders schöne Sachen kaputt zu machen. Ho. Ho, ho, ho. Und, okay. Zack. Das ist alles down. Und der Mini-Packer muss sterben. Ich muss zappen. Okay, jetzt kommt sein Konterposch. Und der ist giftig. Der ist gefährlich und giftig. So, das hier hin. Zack. Das hier hin. Zack. Okay, Elite-Barbaren müssen gleich raus. Wutet noch. Wutet noch. Okay. Aber nur schlimm gegen den da. Okay, Babydrache lebt noch. Babydrache lebt noch. Das ist sehr schön. Jetzt kommt mein Konterposch nämlich. Und er setzt eine zweite Pumpe aus. Okay. Okay, 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 okay. Wenn ich jetzt rechts pushe, könnte das echt einen guten Vorteil bringen. So, Boogies, macht euren Job. Macht die Kackviecher da kaputt. Okay, der rechte Turm musste mir gehören. Der eine Mini-Packer reicht aus gegen die Elite-Barbaren. Ist das jetzt euer Ernst? Euer Ernst? Okay. Okay, scheint ein Ernst zu sein. Hab ihn nicht lachen hören. Und ihr? So. Okay, scheint ja auch gewonnen zu sein, ne? Ich sehe jetzt nichts. Nee, der holt ihn nicht. Kann er noch so sehr versuchen. Okay, hat funktioniert. Hey, scheint ja doch noch ein Deck zu sein, das ganz gut funktioniert, die sich durch die Meter nicht verschlechtert hat. Gerade der Baby Dragon ist stärker geworden. Wenn ich jetzt noch ein Match gewinne, bin ich echt glücklich. Dann habe ich 3 in Folge. Dann, das ist schon eine gute Rate. auch hier wieder die Starterhand. Machen wir was Grabiges, beziehungsweise etwas Totes. Oh ja, wir machen was Totes. Zack. Ich hätte auch den Eisgolem setzen können. Weiß ich auch nicht. Oh, hätte. Hätte, hätte, ne? Fahrradkette. Okay. Zack. Alright, alright, alright. Und der hat Level 13. Das muss man sich gerade auf der Zunge zergehen. Level 13 lag ein. Habt ihr das euch gerade auf der Zunge zergehen lassen? Ja? Okay. Eine Elite-Barb lebt. Eine Elite-Barb lebt. Eine Elite-Barb lebt. Und wir zappen die. Alright. Boah, was... Kollege, was machst du für einen Push hier? Was machst du für einen Stress vor allen Dingen? Ich habe mal gerade mein Zap gegen das Koboldfass verbraucht, ne? Nicht gut. Absolut nicht gut. Das ist absolut nicht gut, Leute. Babydrache gegen Lakaienhorde. Irgendwas anderes gegen dieses Koboldfass. Er muss gerade ziemlich viel ausgegeben haben, eigentlich. Ah, das war ja schon klar, fast. Das war schlecht. Boah, der KK hat krass Damage gemacht. Es kommt davon, wenn man nur eine einzige Einheit hat, die das effektiv abwehrt. Okay. Baby Dragon müsste aber trotzdem ein paar Punches rauskriegen. Sehe ich jetzt nichts Schlimmes dran. Zack, das wird aber schlimmer. Kann ich noch so... Warum schießt nur eine und die andere geht? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Okay, kommt jetzt ein Fass irgendwann mal? Nein, kein Fass. Gott, 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 Gott. Ich bin ehrlich gesagt angespannt bei dem Ding, weil hier kann echt ein Fehler meinen ganzen Turm kosten. Ein einziger kleiner Fehler, weil dieses Koboldfass... Seht ihr? Seht ihr? Alter, was hier alles rauskommt. Ich werde aber nicht viel machen links. Ist mir egal. Ist mir egal, was da links rankommt. Weil ich glaube, er hat eine Rakete. Sonst wäre er jetzt nicht auf links gegangen. Er wäre nicht auf links gegangen, wenn er eine Rakete hätte. Und auch das überlasse ich das, dem Ganzen. Ich lasse es echt zu. Der rotiert gerade die Karten wie sonst was. Warum auch immer. Okay. Okay. So, zack. Alright, alright. So. Und jetzt noch die Elite-Barbaren, bitte. Der hat so viel Kleinvieh, ne? Das ist ja nicht mal ein Zap-Bait-Deck. Der hat nicht mal so viel. Aber das ist so viel Kleinvieh in dem Ganzen. So, haben wir. Der hat beide Türme so stark angeschlagen. Zack. Okay. Zack, Sepp. Danke. Was auch immer du jetzt raushaust, ich weiß es nicht. Okay. Oh,
Das war ein super kompliziertes Match. Es war super kompliziertes Match und das war auch super knapp. Wann habe ich seinen Main Tower auf 1900 runtergebracht? Habe ich gar nicht überhaupt aufgepasst, was da oben passierte, weil der versuchte links und rechts zu pushen. Ich habe keine Ahnung. Kriegen eine Belohnungskronentruhe. Ich würde mal sagen, Golem-Deck funktioniert. Ihr seht, die Trophäen rutschen hoch. Benutzt man ein vernünftiges Deck, das nicht ganz so schwer zu benutzen ist, wie zum Beispiel ein Pekka-Deck. Was ich ja in letzter Zeit hier sehr viel rumprobiere. Ja. Vier Matches in Reihenfolge wäre echt eine schöne Nummer. Wäre eine schönere Nummer als die Kennenlernphase, die wir am Anfang hatten, mit dem Deck rausfinden und so weiter. Naja, Clash Royale ist wie Dating. Wenn die Gefühle nicht erwidert werden, ist man traurig. Wenn die erwidert werden, ist man auch traurig. Man ist immer traurig, egal was passiert. Und wir rutschen jetzt nach vorne. Ho, 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 ho. Ich habe einen sehr... Oh, okay. Und ich sehe jetzt die schon da. Die, wo hier, die Prinzess wird sowieso nicht viel machen können. So. Oh. Okay. Golem verreckt, aber Pekka müsste auch verrecken. Könnte gleich mein Zeichen sein für die Elite-Barbes. Okay, der... Zack. Okay. Sieht super gut aus. Und der hatte nur Kampfholz. Ist nicht schlimm. Und wir können hier super viel Damage machen. Der Eisgeist ist OP, aber egal. So. Ah, die Prinzess überlebt. Aber egal, das war ein super krasser Push. Pekka ist immer noch zu schwach. Von wegen, der ist OP. Zack, Prinzess down. Alright, alright, wir müssen nur noch verteidigen. Verteidigen, was die Nüsse hergeben, was auch immer ihr hergeben wollt. Und wir setzen rechts an. Ich glaube, ich habe mehr Elixier. Der Push hat mich weit weniger gekostet als ihm. Und jetzt kommt ein Pekka. Es wird ein Clash, das wird ein Treffen auf seiner Seite sein. Das Problem sind die Barbaren. Der hat viele Barbaren und die werden halt den Golem und der Pekka wird den Golem. So. So. Oh, fuck. Okay, ich brauche die drei Barbies für gleich für diese Action da. Oder auch nicht. Was auch immer gerade hier passiert ist, ist es eine komische Sache passiert. So. Ach, da kommt auch noch was. Jesus Christ. Okay, so. Und jetzt noch das. Sein Deck ist kompliziert zu kontern, ehrlich gesagt. Die drei Muskis machen mir am meisten Sorgen. Ich habe nichts Krasses gegen die drei Musketiere. Und jetzt aber. Ah, ich habe nichts Krasses. Bin ich dumm? Ich bin sowas von dumm, Leute. Ich habe nicht verdient, dieses Spiel zu spielen. Ohne Scheiß. Wie kann ich behaupten, ich habe nichts Krasses und während ich den Blitz in der Hand habe? Fuck, ey. Okay. Der Turm ist sowas von angeknabbert. Es wäre echt scheiße, wenn ich den noch verlieren würde. Und da auch noch. Zack. Okay, der hat jetzt versucht, nochmal links einen schnellen Snack zu kriegen, hat er nicht geschafft. Er hat das Pekka-3-Musketier-Deck gespielt. Und ich habe trotz beschissenem Fehler eigentlich problemlos nicht. Aber wieso bin ich nicht auf den Blitz gekommen gegen die drei Musketiere? Was stimmt mit mir nicht? Na gut, das ist nicht ganz das Pekka-3-Musketier-Deck. Es sind nur Pekka und drei Musketiere, der Rest ist komisch. Viel klein, viel kampfvolles Prinzess ist irgendwie... Und die Barbaren, das ist alles seltsam. Vier Matches in Reihenfolge. Ich bin jetzt bei 4200. Habe ich euch doch gesagt, wenn man ein vernünftiges Deck holt, dann rutscht man auch mit den Trophäen hoch und verkackt nicht bei 4000. Hinterlasst einen Daumen hoch für jeden Win bei mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei mit diesem etwas älteren Golem-Deck. Ist noch nicht uralt, aber schon hat schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ist jetzt keine einzige Legendary dabei, das heißt, jeder kann es benutzen, wenn ihr Bock drauf habt. Statt dem Eisgolem würde ich mal kampfvoll sagen. Ist, glaube ich, effektiver. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt und gebt mir Flosse. Flop.